Normale Verunsicherung, Rezessionsvorbote oder systemischer Stress aller 2008. Das soll das Thema des heutigen Lunch Updates sein. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Wir werden die nächste Viertelstunde nutzen, um Ihnen einen kurzen Überblick über die marktbasierten Indikatoren zu geben. Hierbei wollen wir die Schlagzeilen, die Sie momentan in den Medien finden, einordnen, um Ihnen ein schlüssiges Bild der Gesamtsituation zu geben. Kurz zu unserem Unternehmen, die Hypos Finanzplanung und die Hypos Vermögensmanagement, sind Unternehmen, die im Wesentlichen finanzielle und unternehmerisch geprägte Anleger beraten. Hierbei decken wir den kompletten Prozess von der Herleitung der Anlagestrategie unter Berücksichtigung der Vermögensstruktur, der finanziellen Risikobereitschaft und auch deren bankenunabhängige Umsetzung ab. Dementsprechend, was Sie nun sehen, sind typischerweise auch Grafiken und Analysen, die wir unseren Kunden auch entsprechend zur Verfügung stellen. Ja, meine Damen und Herren, was sagen uns die marktbasierten Indikatoren? Wo stehen wir eigentlich genau? Und ich möchte Sie zunächst dafür sensibilisieren, dass Sie differenzieren zwischen einzelnen Indikatoren, wie beispielsweise der Volatilität, und eben auch Indikatoren, die beispielsweise von den Notenbanken berechnet werden, bei denen es darum geht, systemischen Stress zu erkennen. Also sprich einen Stress, wo wir nicht nur Probleme in einer einzelnen Vermögensklasse haben, weil beispielsweise die Risikoaufschläge für Hochzinsanleihen steigen, oder wo wir singulär am Aktienmarkt sehen, dass die Volatilität hier ansteigt, sondern wo man wirklich sieht, dass wir Ansteckungseffekte haben über verschiedene Vermögensklassen hinweg, gegebenenfalls geprägt durch Illiquiditätseffekte, die zu einem Börsenhandel führen, der nur noch schlechtere Marktpreise zulässt. Und wenn wir das uns zunächst hier mal vergegenwärtigen, dann schauen wir zunächst mal auf die USA, die ja nach wie vor der wesentliche Finanzmarkt auf globaler Ebene sind. Was Sie hier in Rot sehen, dargestellt an der rechten Skala, das ist die Volatilität, die man aus Optionspreisen ableitet. Und Sie sehen, die ist hier jüngst entsprechend angestiegen. Dementsprechend, das ging hier ein gutes Stück nach oben. Wobei man hier auch sagen muss, wir hatten im Jahr 2017 eine Volatilität, die historisch einmalig war. Wir hatten kaum Kursbewegungen nach oben und nach unten. Also ein sehr, sehr ruhiger, in dem Fall positiv gerichteter Börsentrend, der historisch wirklich unnormal war, der vielleicht auch Erwartungen bei Investoren weckt, die nicht wiederholbar sind, weil es sich eben um eine einzigartige Situation handelt. Wie Sie jetzt sehen, zuletzt eben dieser jüngste Anstieg der Volatilität. Wir haben einen Rückgang gesehen bei den Technologiewerten, die die US-Börsen ja lange Zeit ordentlich nach oben geschoben haben, die sie im Gegensatz zu den Börsen aus Europa und auch den Schwellenländern haben positiv entwickeln lassen. Und in lila sehen Sie einen Stressindikator, der abgebildet wird auf der linken Hochachse. Der wird berechnet von der St. Louis Fed, also einer nationalen, einer lokalen Notenbank aus den USA. Und hier sehen Sie, dass wir typischerweise durchaus die Situation haben, wie beispielsweise im Vorfeld der Finanzkrise, respektive natürlich auch dann zu Zeiten der US-Hypotheken und der Subprime-Krise, wo wir eine sehr, sehr hohe Volatilität haben, die mit hohem finanziellen Stress zusammenfällt. Aber wir haben hier noch viele Phasen, wo Sie sehen, dass die Volatilität sich deutlich stärker verändert, wie zum Beispiel hier ein sehr starker Volatilitätsanstieg, aber auf der anderen Seite der finanzielle Stress bleibt insgesamt noch auf einem überschaubaren Niveau und aktuell auch das zumindest unsere Erwartung hier, dass wir zwar einen Volatilitätsanstieg sehen im Aktienmarkt, dass wir gegebenenfalls auch sehen, dass mal die Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen nach oben gehen, aber dass wir grundsätzlich hier auch für die USA von keinem systemischen Event ausgehen müssen, à la Lehman Brothers 2.0. Wenn wir nach Europa schauen, konkret eben die Eurozone, den Brexit möchte ich aufgrund der unklaren Lage jetzt mal noch aussparen, dann sehen wir vor allem, dass Italien momentan den Markt bewegt und wir sehen das hier oben an der oberen Grafik dargestellt. Hier sehen Sie die Renditeveränderung verschiedener Staatsanleihen in Basispunkten. 100 Basispunkte sind 1% und die blauen Balken geben Ihnen die Veränderung seit Beginn des Jahres 2018. Und da sehen Sie schon 161 Basispunkte für Italien. Also sprich, Italien muss für 10-jährige Staatsanleihen 1,6% mehr Zinsen zahlen als am 1.1. diesen Jahres. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass zum Beispiel ein Land wie Spanien, was in der Euro-Staats- und Währungskrise relativ parallel verlaufen ist mit Italien. Also sie wurden quasi alle in Sippenhaft genommen, dass wir hier diesen Anstieg nicht sehen. Wir sehen natürlich auch Frankreich und Deutschland minimale Veränderungen, aber
Sie können momentan aus diesen Daten herauslesen, dass das Problem bzw. die Verunsicherung, die sich durch die Marktpreise ausdrückt, hier momentan sehr konkret sich auf den Markt für Italien bezieht, weil man eben eine große Skepsis hat, inwieweit es hier zu Differenzen kommen wird, eben zwischen den verabschiedeten und geplanten Haushalten und dem, was eben der europäischen Staatspolitik zugrunde liegt. Also eben diese Divergenz, die ist ein großes Diskussionsthema. Unseres Erachtens wird man sich am Ende des Tages politisch zusammenraufen, weil wahrscheinlich auch Italien sich der Rolle im Euroraum bewusst ist. Aber hier spielt so ein bisschen diese Verunsicherung mit, die wir heute haben, nach der Wahl von Donald Trump, nach dem Brexit-Referendum, dass eben die Marktteilnehmer durchaus auch unerwartete Ereignisse mittlerweile etwas einpreisen. Und dementsprechend sehen wir hier die entsprechende Ausweitung der Verzinsung. Was Sie hier in der unteren Skala sehen, das haben wir damals gebaut im Rahmen der Euro-Krise und dann ging es darum, 7%, das ist so die Todeszone. Also wenn Staatsanleihen mal diese Verzinsung haben, dann haben die Staaten sehr, sehr große Probleme und Sie sehen es auch nochmal schön hier dargestellt. Ganz rechts haben wir hier Griechenland mit 5%, aber Sie sehen schon 3,6%. Hier eben Italien und das etwas, was natürlich in der Dimension noch etwas ganz anderes ist, das kleine Griechenland gegenüber dem großen Italien, ein sehr, sehr hoher Schuldenberg und Sie kennen diesen Doom Loop, also die Banken kaufen Staatsanleihen des eigenen Landes und wenn natürlich die Staatsanleihen dann in Probleme kommen, dann hängen die Banken natürlich da mit im Tropf, dann müssen sie am Ende des Tages wieder durch den Staat gerettet werden. Das alles politisch ein sehr, sehr schwieriges Thema im Rahmen der Diskussion darüber, inwieweit man auch beispielsweise Einlagensicherungssysteme von Deutschland, Italien und eben insgesamt dem Kern von der Eurozone, der Peripherie zusammenlegen sollte. Also das ist das große Thema. Deswegen, was wir klar sagen müssen, Spanien und Italien wird nicht mehr in einen Topf geschmissen, wie das vor einigen Jahren der Fall war, aber auch Bella Italia als Einzelstaat bleibt natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Dementsprechend schauen wir uns mal an, wie entwickeln sich denn die Versicherungsprämien, die man momentan bezahlen muss, um sich gegen Ausfälle im europäischen Bankensektor zu versichern. Also diese sogenannten Kreditausfallprämien, CDS, und da sehen Sie, die sind im Laufe des Jahres etwas angestiegen, also da zeigt sich eine gewisse Skepsis, die muss man beobachten, aber auch momentan kann man ganz klar festhalten, wir sehen zwar, dass Bankaktien fallen, entsprechend Kursverluste hier generiert werden, aber wie gesagt, das Thema breiter systemischer Stress momentan noch nicht ablesbar. Gleiches gilt auch für den Stressindikator, der durch die Europäische Zentralbank berechnet wird, indem man eben auch versucht, nicht Marktentwicklungen abzugreifen, die vielleicht für den einzelnen Anleger relevant sind, sondern wirklich dieses Thema, wo haben wir systemischen Stress im Finanzsystem, der am Ende des Tages auch dazu führt, dass sich Anleger gegen diesen nicht versichern können, weil wenn sie Probleme in jeder Assetklasse haben, wenn sie Probleme bei der Liquidität haben, dann hilft den Diversifikation nichts, weil wenn sie italienische Anleihen haben und deutsche Aktien, dann werden die im Endeffekt in beiden Fällen sich nach unten bewegen. Das heißt, ein großer Punkt für uns immer, auf den systemischen Stress im Finanzsystem zu schauen und da sind die Indikatoren der Notenbanken, sei es eben die EZB, sei es eben die US-Notenbanken, die sind da ein ganz vernünftiger Indikator. Das nächste große Thema, was die Investoren verunsichert, das ist das Thema Schulden. Und hier wird teilweise auf China reflektiert, aber wir möchten Ihnen nochmal die Dimension auch darstellen, über die wir hier reden. Was Sie hier sehen, das sind die Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor, immerhin Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und Sie sehen das mal hier, Japan damals, als wir diesen Riesenboom haben, wo wir dann die geplatzte Blase hatten mit vielen, vielen Jahren der einer deflationären, disinflationären Entwicklung. Wir haben das Thema auch UK gesehen, entsprechend hier bis zur Finanzkrise. Natürlich auch das Thema USA, bis dann eben hier auch die Blase geplatzt ist im Immobiliensektor. Und da sehen Sie hier mal entsprechend in Grau dargestellt China. Also das ist wirklich ein historisches geldpolitisches Experiment. Aktuell hat man ja auch wieder die Zügel etwas gelockert. Und das wird noch ein sehr, sehr großes Thema sein, zu schauen, ob China mit seinem speziellen planwirtschaftlich orientierten System diese Probleme besser lösen wird, als das in kapitalistischen, marktwirtschaftlich geprägten Systemen der Fall ist. Also ein ganz, ganz großer Punkt, auf den man schauen sollte. Aber wie Sie vielleicht auch sehen, wenn Sie immer auf die chinesischen Schulden schauen und weil die steigen und auf einem hohen Niveau sind, Ihre Anlagestrategie sehr defensiv positionieren, dann haben Sie eben auch wenig positive Marktentwicklung mitgenommen. Dementsprechend das Thema Schulden müssen wir im Hinterkopf behalten, aber das sollte natürlich nicht in der wöchentlichen oder monatlichen Anlagebetrachtung eine zu große Rolle spielen. Es ist eher ein unterschwelliges Thema, was permanent mitläuft.
Die Schulden, die sind insgesamt ein Thema, hier nochmal dargestellt, für verschiedene Länder entsprechend im Vergleich zum Jahr 2008. Und da sehen Sie, dass wir typischerweise in allen Ländern per Ende 2017 höhere Schulden hatten, außer in Deutschland. Und ja, wir haben eine kleine Sonderkonjunktur durch die viel zu niedrigen Zinsen, durch den viel zu schwachen Euro und dadurch, dass wir ja auch unsere Infrastruktur mehr oder weniger verfallen lassen, weil wir stolz auf die schwarze Null sind. Aber in allen anderen Ländern sehen Sie, die Schulden sind dann natürlich deutlich höher auf staatlicher Seite. Und das wirft natürlich auch die Fragen auf, wie kann das in einem Umfeld steigender Zinsen getragen werden, wenn eben die USA insgesamt auch die Zinsen auf globaler Ebene mit nach oben zieht. Dementsprechend, nach dem Thema Schulden, schauen wir auf das Thema Zinsen. Und die Zinsen sind eben entsprechend am Steigen. Sie sehen hier in Orange dargestellt die Rendite für zweijährige US-Staatsanleihen, in Blau dargestellt die Rendite zehnjähriger Papiere. Und Sie können das schon sehen, die Differenz ist da sehr gering, teilweise eine Angst vor der inversen Zinsstrukturkurve, die historisch ein ordentlicher Rezessionsindikator war. Das Problem nur, teilweise kam die Rezession nach 6 Monaten, teilweise kam die Rezession nach 18 Monaten. Also ja, es zeigt, dass eine Rezession irgendwann kommen wird. Problem ist nur das Timing. Dementsprechend dieser Indikator sollte nicht zu sehr in den Fokus gerückt werden. Man muss auch noch andere volkswirtschaftliche Daten einbeziehen. Insgesamt natürlich die Frage, inwieweit wir hier eine Rezession wirklich timen können. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Also, meine Damen und Herren, das Korsett, und wenn wir das mal insgesamt auf eine Situation beziehen, bei der wir wissen, dass zu niedrige Zinsen zu Fehlallokationen von Kapital führen, dann hier mal historische Preisblasen dargestellt, also beispielsweise Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre das Thema Gold. Also Sie sehen jeweils hier, der Vermögenswert ist auf 100 indiziert, dann sehen Sie hier einen starken Anstieg, dann ist die Blase geplatzt und der Vermögenswert ist gefallen. Ja. Also damals war es Gold, dann hatten wir dieses Thema beim Nikkei, also bei den japanischen Aktien, dann haben wir das gesehen beim Nasdaq 100, der dann rund 17 Jahre gebraucht hat, um jetzt vor einiger Zeit mal wieder sein ursprüngliches Niveau zu erreichen, und aktuell natürlich hier dieses Thema Internethandel festgemacht am Dow Jones Internet Commerce Index. Also die Frage, mit der wir uns momentan beschäftigen müssen, wo werden aktuell für Vermögenspreise zu hohe Bewertungen bezahlt, wo leidet man stark unter steigenden Zinsen und fallender Liquidität, und dementsprechend sich auch klar zu machen, dass die Entwicklung der letzten 10 Jahre durch immer mehr indexorientiertes Investing natürlich auch zu einer Gleichschaltung der Investoren geführt haben, die bei nun einem Rückgang der Liquidität, bei steigenden Zinsen, bei steigender Risikoaversion eben auch dazu führen werden, dass risikobehaftete Vermögenswerte wie Aktien, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und ähnliche, die werden natürlich auch gleichmäßig fallen. Das heißt, das Thema Diversifikation ist das große Thema. Das heißt, im Fazit können wir aktuell sagen, anhand der Indikatoren noch kein Stress im Finanzsystem erkennbar, weder von der relativen Entwicklung noch vom absoluten Niveau. Die steigenden US-Zinsen sorgen aber bereits für Probleme. Sie können das an der Türkei sehen, Sie sehen das in Argentinien, also insgesamt natürlich auch Schwellenländer von steigenden US-Zinsen und geringerer US-Liquidität betroffen. Die Notenbank in den USA baut hier entsprechend ihre Notenbankbilanz ab. Das verringert die Liquidität und das sorgt natürlich auch für Veränderungen am Markt. Schulden sind ein Problem, eignen sich auch toll für Bücher, eignen sich auch toll für Schlagzeilen. Allerdings für die Anlagestrategie grundsätzlich immer nur das Thema Schulden zu sehen, ein bisschen schwierig. Man muss es im Portfolio-Kontext berücksichtigen, bei der Auswahl der Vermögensklassen, bei der Strukturierung und auch bei Liquiditätsaspekten. Aber vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung den Kapitalmarkt zu meiden, mit Sicherheit nicht sinnvoll. Italien wird zu Problemen führen. Hier haben wir die Divergenz zwischen sachlicher und sinnvollen Themen und eben auch politisch und emotional geprägten Aspekten und auch dem Verhalten der Notenbank an nächster Stelle. Und eins müssen wir uns klar machen, eine Rezession ist etwas Normales, dies ist zwar schmerzhaft, aber notwendig. Wir haben zu viele Unternehmen, sogenannte Zombie-Unternehmen, die nur noch am Markt sind, weil sie eben durch die Prolongation von Krediten hier entsprechend am Leben gehalten werden. Das ist marktwirtschaftlich natürlich schlecht und in Kombination mit der rückgehenden Globalisierung aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, Stichwort Robotik und ähnliches, wenn Sie weniger Manpower brauchen, brauchen Sie nicht nach China gehen, um zu produzieren, dann produzieren Sie eben in Baden-Württemberg, weil es ist egal, wo der Roboter steht. Und eben auch den politischen Verwerfungen haben wir hier natürlich das Potenzial für Rezessionen. Die sind, wie gesagt, schmerzhaft, aber normal, vielleicht auch mal durchaus reinigend
und dementsprechend vor allem im Portfolio-Kontext zu überprüfen, in welchen Vermögensklassen oder in welchen Einzeltiteln bin ich investiert, die eigentlich marktwirtschaftlich keine Berechtigung mehr haben, sondern eben nur noch deswegen am Leben sind, weil sie eben kreditfinanziert über die Kreditprolongation der Banken hier künstlich am Leben gehalten werden. Dann Diversifikation des Depots, das hat oberste Priorität, das heißt momentan noch nicht die Frage, inwieweit ich jetzt meine Aktienquote beispielsweise halbiere, sondern ich sollte vielleicht etwas defensiver sein, sollte das Portfolio breiter diversifizieren, vielleicht etwas mehr Qualitätstitel, vielleicht auch etwas mehr Titel, die sich defensiver hier entsprechend am Markt positionieren und auf der anderen Seite auch mal überlegen, welche Vermögensklassen in meinem Portfolio würden denn profitieren, wenn wir wirklich eine wirtschaftliche Abkühlung haben, welche würden leiden, um das in einen sinnvollen Gesamtkontext zu drücken. Ja, meine Damen und Herren, wo stehen wir heute? Wir kommen aus einer Phase mit großen Problemen, wirtschaftlichen Verwerfungen. Die Probleme wurden oberflächlich gelöst, zum Teil durch niedrige Zinsen und Notenbankinterventionen, zum Teil auch in die Zukunft verschoben. Das ist natürlich eine Hypothek für die nächsten Jahre. Wir sehen große Probleme in Europa bei der Finanzierung von Garantien und Zusagen. Stichwort niedrige Zinsen, deswegen die Ruhestandsplanung ist auf jeden Fall zu überprüfen. Und irgendwann haben wir das Thema noch nicht finanzierbare Rentenansprüche, also die demografische Entwicklung, die natürlich auch in einen Ländern, die demokratisch geprägt sind, natürlich einen Druck auf die Politik hat. Deswegen werden meines Erachtens die Lücken im Sozialsystem am Ende des Tages, sofern die Mittel des Staates nicht reichen, über neue Schulden finanziert. Hohe Schulden sind besser zu finanzieren mit niedrigen Zinsen, dementsprechend auch das Thema hohe Schulden und auch Überalterung der Gesellschaft in einer Demokratie, die sollten tendenziell eher disinflationär wirken und dementsprechend auch das Thema Zinserwartungen nach oben deckeln. Ja, meine Damen und Herren, das war es an dieser Stelle, rund 18 Minuten. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme bedanken. Sie haben wie jederzeit oder Sie haben jederzeit die Möglichkeit, mit Rückfragen und Feedback bei uns durchzukommen. Nutzen Sie hierbei bitte ganz normal die E-Mail und Telefondaten wie angegeben. Ansonsten würde ich die Aufzeichnung jetzt beenden und wer von Ihnen noch Lust und Zeit für Fragen hat, kann diese jetzt gerne hier über die Technik stellen. Allen anderen wünsche ich ein gutes Mittagessen, einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.